In Eubin zurück machen wir uns auf dem Weg zur Burg- und Klosteranlage auf dem Sandsteinmassiv des Eubin. Der Weg hinauf zum Eubin führt an der Bergkirche vorbei. Sie ist ein Kleinod außen wie innen. Folgt mir auf dem Berg Eubin. Obwohl 1577 durch einen Blitzschlag zerstört, ist die Burg- und Klosteranlage das bekannteste Natur- und Baudenkmal der Oberlausitz. Wohl schon zur Bronzezeit besiedelt, begann mit der Herrschaft des böhmischen Königs Karl VI. Eubins Glanzzeit. Der Regent ließ die Burg prächtig ausbauen und stiftete ein Kloster. Die Ruinen der gotischen Kaiserburg und des Klosters inspirierten schon Maler wie Caspar David Friedrichs oder Carus zu romantischen Gemälden. Der Blick hinunter nach Eubin ist fabelhaft. Auf dem Berg Eubin befindet sich auch ein Friedhof. In der Baude kann man seinen Hunger stillen und seinen Durst löschen.
Nach einer kurzen Pause setzen wir unseren Rundgang auf dem Berg Eubin fort. Wieder geht der Blick hinunter nach Eubin. Seit 110 Jahren dampft die Schmalspurbahn von Zittau aus nach Eubin. Ich guck mal, wie du guckst. Was dir die Erde nicht bieten kann, das findest du unter dem Kreuz.